Wer dir einmal in die Augen geschaut hat, obwohl du jetzt eine Brille auf hast, der kann dich nicht vergessen. Ja. Jetzt bin ich verlegen. Gott sei Dank habe ich eine Brille an. Aber ich denke, die wichtigste Person, die meine Karriere beeinflusst hat, ist sicher meine Mutter. Die, als ich 5, 6 Jahre alt war, gesagt hat, du solltest Musik machen, du bist so begabt, hast du Bock drauf, und mich dann in den Musikunterricht geschickt hat und mir in ganz jungen, kleinen Jahren, aber ich war ein kleines Mädchen, immer wieder gesagt hat, also sie ist der Auffassung, ich könne das gut, und die eben nicht gesagt hat, es ist brotlose Kunst oder vergiss das und lass das sein. Im Gegenteil, die immer davon ausgegangen ist, dass das ein Job ist oder ein Beruf ist, der es wert ist, ausgeübt zu werden und der sich für mich eignet. Und ich finde, wenn man so eine tolle Mama hat, muss man das auch sagen. Also ich bin ihr ganz arg dankbar für. Von den vielen Live-Auftritten, die du schon absolviert hast, gibt es da einen, der besonders für dich von Bedeutung war, der nachhaltig bei dir immer wieder in Erinnerung ist, wo du sagst, das war's? Schau dir dieses gut an. Das war zum Beispiel ein Konzert, das mir nachhaltig in Erinnerung geblieben Oha. Ist. Vor 2 Jahren, als wir hier aufgetreten sind. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Die 2 Konzerte bei dir im Rathaus waren ganz fantastisch, da war ich sehr gerührt. Es gab so tolle Szenen aufs Publikum. Aber es gibt natürlich auch Konzerte, wo du sagen kannst, okay, vor 120.000 Menschen aufzutreten, ist natürlich auch eine Hausnummer. Und das haben wir, 89 habe ich das gemacht, bei der Rockpoetentour in der DDR. Ich habe Rock gegen Rechts gemacht, da waren auch mal 70.000 Menschen da. Das sind natürlich auch Gefühle, die in einem aufkommen, wenn so eine Menschenmasse vor dir steht und dich abfeiert. Die sind auch ganz besonders. Also es gibt verschiedenste Situationen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Es ist nicht nur ein Konzert. Das hier ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Ort, wo ich unglaublich gerne herkomme und wo ich auch mit viel Liebe dran denke. Also auch gerade das Konzert vor 2 Jahren, das war so toll. Und auch mit dir hier zu sitzen, uns verbindet ja auch letztendlich eine Freundschaft mittlerweile. Das ist ganz toll. Schön hier zu sein. Großer Lobgesang. Zu Recht. Zu Recht. Einer deiner Songs. Gibt es da einen dabei, wo du sagst, das war für mich der größte? Oder kommt der größte erst noch? Der kommt noch. Aber es gibt natürlich immer ein paar Rückblicken, die ich favoritisiere. Also wenn jetzt jeder erwartet, dass ich immer die Hits als die größten empfinde, dann wäre das falsch. Schatten an der Wand ist mir wichtig. Sehnsucht ist mir wichtig, Songs wie So wie noch nie oder Weil ich dich liebe. Aber für mich sind im Moment die Favoriten schon auf dem neuen Album. Klar, weil die sind jetzt auch jung und die sind auch sehr aktuell. Und so Songs wie zum Beispiel 3 Wünsche frei für meine Mama, die bedeuten mir sehr viel. Oder auch Der perfekte Tag. Weil dieses Lebensgefühl, was ich in diesem Song da auch darstelle, hat im Moment tatsächlich Programm für mein gesamtes Leben, jeden Tag. Ich fühle mich echt so wohl, ich bin so happy. Jeder Tag ist für mich ein perfekter Tag. Also da habe ich mit wenig Worten, was eigentlich nicht so meine Art ist, in schlichtem musikalischen Gewand, in leisen Tönen etwas für mich gesagt, was tatsächlich jeden Tag zutrifft. Du hast von deiner neuen CD gesprochen. Ja. Auch wenn du ja auf dem Sommerfestival, denke ich, nichts von der neuen CD spielen wärst. Nicht von der neuen. Nicht von der neuen, Sachen. Aber es werden ja eigene Sachen von dir kommen. Was müssen die Leute sich unter den Titeln von der neuen CD vorstellen? Bei dem neuen Album. Bei dem neuen Album. Das müssen Sie sich vorstellen. So nagelneu bedeutet... Warum sollte einer jetzt hingehen und sich entweder eine CD kaufen oder downloaden oder sonst was? Das ist eine super gute Frage. Ich bin so ungern jemand, der selbst die eigenen Songs darstellt. Du hast es gehört, das Album. Ja. Also ich kann nur bieten, was ich bieten kann. Und das, was ich mache, das mache ich ehrlich und authentisch und nicht drumherum. Also ich erzähle nicht irgendwas, wovon ich nicht weiß, worüber ich reden kann, sondern ich erzähle über das eins zu eins, was mir im Herzen liegt oder was mir auf der Zunge liegt. Und was ich sagen kann, ist, dass das ganze Album mit viel Liebe entstanden ist und mit viel Liebe und sehr viel Fürsorge entstanden ist und sehr vielfältig ist. Und die Texte, die Lebenssituationen zum Teil beschreiben, sind entweder selbst erlebt oder einfach wissend, dass es solche Situationen gibt. Und ich würde sagen, ihr hört es euch einfach an und dann wisst ihr warum. Ich kann nicht sagen, warum.